Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Wochenorakel. Ja, diesmal ist das Wochenorakel einen Tag später dran. Ich hatte gestern sehr, sehr viel ja, privat zu erledigen, mit dem ich auch nicht gerechnet habe, dass das so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen kommt das Wochenorakel heute dran. Heute ist das Wochenorakel dran für die Zeit vom 9. Mai bis 15. Mai 2022. Und ich arbeite heute mit den Christefania-Kipperkarten. Ich schaue mir hier die allgemeine Wochenenergie an. Das kann jetzt hier auf dich zutreffen, muss aber nicht, weil es eben hier allgemeine Energien sind. Es kann auch sein, dass du jetzt noch gar nichts damit anfangen kannst, sondern erst ja, Mitte, Ende der Woche, ja, merken wir es, dass hier einiges passt. Und ja, lass es einfach auf dich zukommen. Ich lege hier kein Thema fest. Ich schaue mir einfach an, was zeigt sich hier in den Karten, für welches Thema, und vielleicht gehst du ja auch damit in Resonanz. Natürlich hast du heute auch wieder die Möglichkeit, mir deine Frage in den Kommentaren reinzustellen, und vielleicht suche ich deine Frage schon als nächstes aus, quasi für das nächste Wochenorakel, dass ich dann im Anschluss des Wochenorakels deine Frage beantworte. Ich habe mir heute auch wieder eine Frage aus der vergangenen Woche ausgesucht, die mir die Zuschauer gestellt haben. Eine Frage, wie gesagt, habe ich mir ausgesucht, und am Ende dieses Orakels werde ich die Karten dann live vor der Kamera mischen und dann die Frage beantworten. Und wenn du vielleicht auch schon mit dabei sein möchtest im nächsten Orakel, dann schreib einfach in die Kommentare deine Frage. Ja, ansonsten kannst du bei mir eine private Legung buchen, Videolegung, E-Mail-Legung, WhatsApp-Legung oder eine Telefonberatung, natürlich auch eine Energiearbeit. Momentan gibt es eine Aktion von mir. Wenn du einen Wunschpartner hast, dann schau einfach das vergangene Wunschpartner-Orakel an, und da wirst du dann erfahren, um welche Aktion es sich handelt. Ansonsten schau einfach in die Infobox, da findest du den Link zu meiner Homepage. Unter der Kategorie Aktionen kannst du eben nachschauen, welche Aktionen es momentan gibt. Es gibt auch momentan die WhatsApp-Aktion, dass du mir eine Frage stellen kannst, die ich dir per WhatsApp-Sprachnachricht beantworte, um 8 € statt 15 Euro. Dieses Angebot ist jetzt noch bis Ende Mai gültig. Ja, ich hätte gesagt, ich starte jetzt mal los mit diesem Wochenorakel, und da haben wir als erstes die Karte unverhofftes Geld. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut, denn Geld brauchen wir alle. Und es kann hier auch sein, dass du ja, in dieser Woche einen Geldsegen bekommen wirst. Natürlich, unverhofftes Geld kann natürlich auch negativ ausgewertet werden, wenn hier jemand von dir etwas verlangt, ja. Aber für mich ist die Karte unverhofftes Geld immer der Geldsegen, der ins Haus stehen wird oder ins Haus kommen wird. Ja, da habe ich gerade gesagt, ins Haus kommen. Hier haben wir das Wohnzimmer, und das steht eben für das Privatleben, ja. Also es geht hier schon darum, dass du vielleicht ein unverhofftes Geld von jemandem aus der Familie bekommst. Vielleicht hast du jemandem Geld geliehen und jetzt bekommst du es zurück. Oder du bräuchtest von jemandem eine finanzielle Unterstützung und bekommst es, oder du gewinnst etwas, ja. Hier geht es eben um das Privatleben. Also ich glaube jetzt nicht, dass du hier vielleicht mit einer Gehaltserhöhung rechnen kannst, je nachdem, vielleicht liegt das eben hier in diesen Karten noch, aber es geht hier hauptsächlich um das Privatleben. Ja, dann haben wir den angenehmen Brief. Also du wirst hier in dieser Woche angenehme Neuigkeiten bekommen im privaten Bereich. Kann jetzt mit dem Thema Geld zu tun haben, muss aber nicht. Dann haben wir das Bündnis. Okay, es geht also hier um vertragliche Angelegenheiten. Vielleicht wirst du jetzt hier einen Vertrag unterschreiben, und da kommt eben für dich ein unverhoffter Geldsegen rein. Wenn du zum Beispiel Wohnungen hast, die du vermietest, dass eben jetzt hier ein Vertrag zustande kommt, und mit dem du nicht gerechnet hast, dass eben jetzt so schnell vielleicht jemand deine Wohnung, dein Haus mieten möchte. Oder aber es geht hier bei dir um das Partnerschaftliche, ja, dass du hier im partnerschaftlichen Bereich von jemandem vielleicht eine finanzielle Unterstützung bekommst, oder du gibst hier jemandem etwas. Das wird ein paar von euch vielleicht betreffen, dass ihr Geld bekommt. Ich würde eher sagen, ihr unterstützt hier jemanden. Also es geht hier um Geld, unverhofftes Geld in dieser Woche, um angenehme Neuigkeiten. Beides hat mit dem Privatleben zu tun und kann auch hier mit der Partnerschaft zusammenhängen oder mit einem Partnerschaftsthema.
Dann haben wir die männliche Hauptperson. Also es geht hier definitiv auch um ein Partnerschaftsthema. Es kann natürlich beides sein, Geldthema und Partnerschaftsthema. Wenn du auf eine Nachricht von deinem Wunschpartner wartest, kannst du damit rechnen, dass die in dieser Woche ins Haus trudeln wird. Ja, und es geht hier auch um das Thema Partnerschaft. Vielleicht erkennt jetzt dein Wunschpartner, dass er oder sie mit dir in eine Partnerschaft gehen möchte. Ja, wenn du schon in einer Beziehung bist, kann es auch sein, dass dein Partner hier mit einem unverhofften Geldsegen rechnen kann, was natürlich auch dir zugute kommt. Bist du Single, kann es sein, dass es eben hier bei dir um das Geld geht, oder du lernst jetzt hier jemanden kennen, natürlich auch beides ist möglich. Du lernst jetzt jemanden kennen, mit dem wirst du wunderbare Nachrichten austauschen, und das scheint hier wirklich so etwas für die Zukunft zu sein. Und als letzte schaut, haben wir die weibliche Hauptperson. Also eindeutiger geht's nicht mehr. Also du kannst hier in dieser Woche mit angenehmen Nachrichten vom Wunschpartner rechnen, mit angenehmen Nachrichten, was das Geld betrifft. Vielleicht bekommst du selber einen Geldsegen, vielleicht dein Partner. Wenn du einen Wunschpartner hast, bekommst du angenehme Nachrichten, und einer Beziehung steht hier nichts im Wege, ja? Oder aber du lernst hier jemand Neues kennen, mit dem du wunderbaren Kontakt haben wirst, und das ist dann hier definitiv etwas für die Zukunft, ja. Also diese Woche sind die Energien sehr, sehr gut im finanziellen Bereich, genauso wie im partnerschaftlichen Bereich, ja. Also da drücke ich euch natürlich die Daumen, dass das auf viele von euch zutreffen wird in dieser Woche. Und mit denselben Karten arbeite ich jetzt auch, um die Frage meiner Zuschauerin oder Zuschauers, das weiß ich jetzt nicht, der Name oder der Username ist Sorpresa oder Sorpresa, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und zwar hat sie oder er mir die Frage gestellt: Liebe Anja, ich würde gerne wissen, ob es zwischen meinem Wunschpartner und mir in diesem Monat zu einem Treffen kommt. Ja, dann schauen wir uns das an, ob es in diesem Monat zu einem Treffen mit dem Wunschpartner kommen wird. Ich mische hier die Karten und möchte drei Karten eben haben auf diese Frage, ob es in diesem Monat zu einem Treffen mit dem Wunschpartner kommen wird. Die erste Karte, da haben wir Warten. Also diese Karte sagt schon, dass man eher so in einer Warteposition ist, dass es nicht eindeutig ist, ob es zu einem Treffen kommt. Du neigst aber hier dazu, wirklich in die Warteposition zu gehen, und das solltest du nicht, ja? Dann haben wir ja Angst und Stress. Also das kann natürlich sein, dass dein Gegenüber einfach noch abwarten möchte, noch nichts zusagen möchte, weil hier wirklich Angst und Stress da ist, ja, was dieses Treffen betrifft. Ja, und dann haben wir den Diebstahl, und das ist eindeutig. Also ich glaube nicht, dass es in diesem Monat zu einem Treffen kommen wird. Die Angst, der Stress wird natürlich auch genommen, aber zum Beispiel in den Kipperkarten gibt es auch die Karte Zusammenkunft, wo es hier wirklich um Treffen und Begegnungen geht. Ja, und hier haben wir mit der Karte Warten wirklich etwas, das man eben noch abwarten möchte, das noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Mit der Karte Angst und Stress ist der Stress da. Man hat Angst vor einem Treffen, man ist einfach im Stress. Gut, mit der Karte Diebstahl könnte man sagen, okay, die Angst und der Stress wird genommen, aber der Diebstahl würde auch hier ein Treffen nehmen. Also es gibt hier durchaus bessere Karten, wenn es um ein Treffen geht. Also hier ist wirklich so meine klare Antwort: Nein, in diesem Monat wird es kein Treffen geben. Ja, ich hoffe trotzdem, dass ich dir ein bisschen Klarheit habe geben können. Alle anderen, wenn ihr Interesse habt, eventuell eine Antwort von, also eine Kartenlegung, so eine kurze von mir zu bekommen, dann einfach in die Kommentare eure Frage reinstellen. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, und ich freue mich auf die nächsten Orakel. Bis bald. Ciao.